Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich mal mit Marius Golf weiter, beziehungsweise wir sind euch noch so einen kleinen Zwischenstand schuldig, weil ganz viele Leute fragen immer wieder, was so geht, was so passiert, was so nicht passiert, wann so fertig und so. Das freut mich auch jeden Tag. So, ja. Und als erstes können wir verkünden, du hast dich für eine neue Farbe entschieden hast. Genau. Sehe ich, ein schönes, helles, freundliches Silber mit. Wird jetzt Silber das Auto, genau. Okay, verstehe. Ja, ich glaube, deine Frau würde jetzt gerade wahrscheinlich, ja. Die schmeißt jetzt gerade einen Stein in den Fernseher rein, wenn er sieht. Ne? Ja, die dachte schon, dass er schwarz wird. Aber. Nach dem KTL. Ja, ist immer noch weiß. Oder sind wir jetzt bei Rot mittlerweile? Nee, wir bleiben. Aber Rot hat zwei ja, auch rot. Ich glaube auch, dass ein Uni schwarzer geil aussieht. Aber jetzt werden wir warm hier. Aber Uni schwarzer zwei? Glaube ich schon, dass es irgendwie cool aussieht. Dann geht das ganze Kunststoff zwar unter, aber ich glaube schon, dass es cool aussieht. Ich weiß nicht, ist der von Mutlu Uni oder ist der Metallic? Der macht immer Uni. Mutlu macht Uni, schon viel Uni. Sieht auch schon fett aus, das Ding, finde ich. Ja, den Zweier, den wir in dem Le Mans-Video gerade hatten, der war auch Uni. Hm? Der war auch Uni. 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 Und Le Mans. Le Mans, genau. Ja, auf jeden Fall, erstmal fällt mir dabei ein, auf jeden Fall schon mal geil, dass wir die Le Mans Felgen für die Messe drauf lassen können, weil Abstimmung hätte ich nicht gedacht, dass sie so deutlich ausfällt. Ja, die war eindeutig, ne? Ja. Vor allem auch übelst viele Stimmen. Ich weiß gar nicht, ob man als Externer sieht, wie viele Stimmen. Sieht man? Wie viel? René, nicht nur Stimme verschlagen? Ja. Okay. Sieht man. Sieht man, weil es waren irgendwie 20.000 Stimmen oder so, in denen, als ich neulich drauf geguckt hatte. So, bei 20.000 Stimmen ein 80-20 Verhältnis ist ja dann schon eindeutig, ne? Aber noch ein bisschen runterdrehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Nein, was machen wir heute? Ja, wir sind heute bei Kernbach Service in Schnern, das ist bei Neustadt. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ja, doch, ist richtig. Explizit sind wir bei Max, also die Jungs hier, er kann nachher noch ein bisschen selber was dazu erzählen, sind eigentlich mal, glaube ich, das entstanden aus einer alten Rasenmäherwerkstatt oder einer Gartengerätewerkstatt. Schlussendlich ist aber mein Kumpel Max hat sich dann hier mit der Bereich Lack selbstständig gemacht. Bin an ihn mal gekommen, weil ich an meiner Limo hier einen Kupferhöhe lackieren musste. Und ich wollte das maximal dünn und maximal original haben und so. So sind wir mal zusammengekommen. Und ja, da hat sich eigentlich ein geiles Verhältnis daraus entwickelt. Und er hat sich damals, was er wahrscheinlich mittlerweile bereut, dazu bereit erklärt, den Golf zu lackieren. Schon ehe wir den entlackt haben. Das hatte ich erst geklärt. Ja, jetzt ist das gute Stück hier. Max Laune geht von Tag zu Tag weiter runter. Nein, also Bock haben wir, aber es ist natürlich mit der eingeschweißten Zelle relativ aufwendig. Kommen wir gleich noch zu, relativ viel abkleben. Dann habe ich natürlich im Innenraum ja relativ viel zugemacht. Zinn heißt ja nicht gleich, wir müssen auch nicht spachteln. Also manche Stellen ja, manche Stellen müssen aber trotzdem noch spachteln. Ja, also das wollen wir uns jetzt eigentlich erstmal so, ich würde sagen, 2 Wochen mit dem Innenraum beschäftigt haben und Motorraum. Und sehen wir gleich noch. Und jetzt uns langsam nach außen arbeiten. Ja, was ja leider im einen oder anderen Bereich mit Spachteln nicht getan ist, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen beulen. Und das finde ich persönlich natürlich als gelernter Karosseriebauer eigentlich ziemlich cool und würde das den Leuten gerne mal zeigen. Habe ich dir erzählt, fandst du gut? Deswegen sind wir hier und wollen heute mal einen Seitenteil instand setzen. Also, wir haben jetzt noch genau 3 Wochen bis zur Essen Motorshow. Ja, wir haben 3 Wochen, wovon das Auto heute Abend eigentlich schon im Anhänger steht. Ne? Also so ungefähr, ja. Also ist nicht mehr lange hin. 2 Wochen, 6 Tage, ja. Ja, das weiß Max auch. Aber ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir haben auf jeden Fall noch einen Besuch von Dr. Kleb und Dicht am Start. Mike muss noch einmal ein bisschen was machen. Unten hatten wir ja schon, innen müssen wir noch. Und jetzt muss man allerdings dazu sagen, das Auto soll natürlich nicht fahrbereit auf der Messe stehen. Genau. Ich persönlich sage aber immer wieder, fahrbereit kann man ein Auto das Leben lang noch sehen. Ne? Deswegen ist das schon cool, wenn ein Auto auch mal nicht fahrbereit ist. Aber Lack sollte schon draußen. Genau, also ich werde jetzt so, würde ich ihn da jetzt nicht hinstellen. Aber so lackiert ist, glaube ich, schon cool. Okay, das heißt, wir zeigen heute einmal, wie man professionell eine Beule aus dem Seitenteil rausholt. Ich finde es professionell, ja. Man kann es bestimmt auch irgendwie mit Klebetechniken ziehen, spotten, wie auch immer. Aber das Werkzeug, was wir hier gleich mit Robert zusammen sehen, finde ich eigentlich cool. Es ist meines Wissens auch Stand der Technik. Und es ist halt zu krass, der Fahrradfahrer, den ich da mal geküsst habe, um das jetzt einfach zu spachteln. Ich wollte gerade fragen, wie die Beule da wohl reingekommen ist. Ja, es ist ja eine Delle. Ne? Also alle sagen immer Beule, aber in dem Fall ist es eine Delle. Aber der arme Kerl, der hat damals ein bisschen was von sich getragen. Ja, ich war jung. Beule, weil normalerweise rauskommt und Delle war reingekommen. Meine Mutter würde jetzt sagen, konvex. Kommt von Sex, von Titte kommt raus. Alter, der ist somit, auch nicht schlecht. So merkt sie sich das immer. Nicht, dass sie nicht so gesperrt werden jetzt auf YouTube hier. Somit, ne? Hecher lacht schon, sehe ich schon. Somit ist, ja, eine Delle kommt. Hat dir das deine Mutter auch so erklärt immer? So hat meine Mutter mir das tatsächlich beigebracht. Und somit ist die Delle halt konkav. Genau, wir sprechen von Delle, wenn es reingeschlagen ist. Wenn der Fahrradfahrer reingefahren ist. Rausgefahren ist er Gott sei Dank nicht. Wie Schraubenzieher und Schraubendreher. Genau.
Ja. War aber ein Fahrradfahrer. War ein Fahrradfahrer, hat sich Gott sei Dank auch nicht ernsthaft verletzt, aber ich war halt jung, wie es halt, Handy gab es ja damals noch nicht, aber Mucke volle Pulle, rechts vor links, war ein bisschen schwierig. Ich wusste halt nicht, dass ein Fahrradfahrer auch Vorfahrt haben kann. Ja, so kam das halt. Los geht's. Ich würde sagen, wir fangen mit Max an. Max, ich habe dich ja mit dem Auto beglückt. Ja. Ich würde gerne den Leuten, genau, das ist Max. Ich würde gerne einmal so zwei, drei kurze Sätze im Prinzip, was wer du bist, was ihr hier macht, würde ich schon gerne einmal erwähnt. Also ich bin Max Kernbach, bin hier der Autolackierer bei uns. Ja, Marius hat mich natürlich gefragt, ob ich halt dieses Ding für ihn machen kann. Ja, erst war es ein bisschen, habe ich erst ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, wo er sagte, halt der Käfig ist drin, alles muss auslackiert werden, aber gut, was macht man nicht alles so für Kumpels, ne? Für Kumpels ist immer Kacke. Für Kumpels ist immer Kacke, genau. Aber letztendlich habe ich natürlich gesagt, klar, mache ich das. Wir sind auch schon natürlich gut vorangekommen jetzt. Wir haben den ganzen Innenraum gespachtelt. Innenraum wurde jetzt gefüllert heute. Ja, jetzt geht es als nächstes halt dabei, die restlichen Spachtelstellen fertig zu machen. Genau, lass uns doch mal einmal hingehen, dass wir einmal erklären, was wir wie gemacht haben, warum wir das gemacht haben. Herr Kess späht hier schon so drin rum, der sucht schon die Beulen und Wellen. Mach schon Abnahme. Er kreist schon beim Edding ein. Was ja, wir haben hinten erstmal die ganze Partie gespachtelt hier von den Radhäusern, weil alles da nicht mehr ganz so schön war. Klar, es ist ein altes Auto. Sind nur mal Dellen und Beulen drinne. Klar, viel im Innenraum zugeschweißt, was natürlich auch wirklich gespachtelt werden musste, weil leider ist ja auch kein Teppich drin. Das wäre noch wahrscheinlich umso schöner. Den leg ich rein, wenn du fertig bist. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ist das das erste Auto, was du machst, was entlackt und KTL beschichtet wurde oder schon mal solche Basen gemacht? Nee, in dem, auf so einer Basis halt noch nicht. Ne? Klar, schon mal ein paar Oldtimer oder so, aber nie so wirklich jetzt auf so einer Basis, wo halt jetzt wirklich KTL drauf ist und komplett nackig ist das Ding. Ne? Und noch ein Käfig dazu drin ist, das gibt's halt nicht oft. Ne? Würdest du noch mal eins mit Zelle machen? Es kommt drauf an, was bezahlt wird. Ne? Fangen wir es mal so. Immerhin fehlt das Dach ja. Das ist ja die halbe Miete. Wenn jetzt das Dach auch noch drin wäre, so mit Lacknebel und so, dann glaube ich, wird es wirklich... Also ich habe Max damit bekommen, dass ich gesagt habe, wir haben nicht viel Oberfläche. Das haben wir ja auch tatsächlich nicht. Wir haben eigentlich nur zwei Seitenteile. Aber wir haben halt einen echt blöden Innenraum und Motor. Aber wir haben halt viel Rohr. Ja, wir haben viel Rohr. Und ja. Im Prinzip ist alles möglich. Man braucht nur ein bisschen Zeit. Ne? Aber die Zeit haben wir auch nicht, weil das Ding ja schon in 2,5 Wochen fertig sein muss. Oder zweieinhalb? Ja, drei. Drei geht noch. Genau, wir haben jetzt hier innen Füller drauf. Wir haben heute gefüllert das Auto, um die ganzen Spachtelstellen abzudecken, weil es muss ja auch Korrosionsschutz gegeben sein. Das nächste Step halt, wir werden den Füller jetzt schleifen im Innenraum. Ja, und dann werden wir uns, denke ich mal, an die Außenhaut begeben, dass wir das alles füllern. Das ist jetzt in dem Fall ein Dickschichtfüller? Oder? Genau, das ist so ein Grundierfüller, ne? Also wo halt Grundiereigenschaften mit bei sind, halt um, dass wir halt den Rostschutz geben können auf dem blanken Blech. Und aber auch ein bisschen Masse, dass wir auch genau. Was haben. Was also wir haben jetzt noch ein bisschen Fleisch, sage ich mal auf Deutsch, dass wir die eine oder andere Schadstelle noch irgendwie so ein bisschen bearbeiten können. Ne? Die Klebepunkte hat Marius ja schon wieder reingemacht. Hat schon wieder die Abnahme gemacht, die auch bearbeitet. Die hat Marius natürlich nur reingeklebt, wo noch ein bisschen was... Hoffentlich war das Klebe angezogen. Nee, muss ich einmal eingrätschen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja selber jetzt auch ein paar Tage in der Karre verbracht und du siehst irgendwann nichts mehr. Du sitzt da in so einem Wirrwarr aus Schwarz und Metall und du siehst irgendwann nicht mehr, was ist eine Beule, was ist eine Delle, was ist eine Macke, was ist ein Lunker, was ist ein Einschluss in einer Zinnstelle. Ja. Und somit hat Max jetzt halt gestern gesagt, pass auf, wir füllern das Ding jetzt einmal durch, was ich finde auch echt gut geworden ist. Also es ist ja wirklich wenig jetzt eigentlich noch, was wir machen müssen. Eben, ja? Aber klar, hier und da nochmal eine Macke, da hat Wehmeier mal mit der Flex reingehackt oder noch ein Schweißpunktbohrer, Abdruck. Das ist jetzt auch, wir haben auf einem hohen Niveau. Andere würden mit dem Rennwagen jetzt wahrscheinlich so losfahren. Ne? Aber wir haben jetzt ja in letzter Zeit relativ viele Autos lackiert. Sag ich jetzt einfach mal so. War jetzt ja schon. Es gibt ja zu lachen. Lackiert ja, zusammengebaut noch nicht. Genau, also ich behaupte, unser Messestand wird am Ende die Quote auf der Messe, wo die meisten Autos neu lackiert sind, aufgestanden. Da sind wir dieses Jahr auf jeden Fall nicht schlecht. Wobei Mutlu da auch ganz gut unterwegs ist. Stimmt, Mutlu auch großer Stand, auch krass unterwegs, hast du recht. Hat ja auch viel gebaut. So, ne? Was ich unterschätzt habe, ist theoretisch jedes Auto gleich viel Fläche, aber an dem Auto ist halt viel, viel, viel mehr Corsa-Arbeit betrieben als an meiner Limo zum Beispiel. Mhm.
So, es ist halt ein Unterschied, ob du ein Auto entlackst und einfach wieder neu lackierst oder halt ein schon über Jahre geschweißtes Auto entlackst, was dann noch Rost hatte, wo dann auch noch die Hälfte weggecleant ist und das dann einmal KTL beschichten lässt und jetzt anfängst halt mit Spachteln, ne? weil obwohl du schon viel, also man kann ja fast schon sagen, alles, was du verzinkt hast, muss logischerweise auch gespachtelt werden. Fast alles, ne? Also einiges ist okay, also hier sind einige Stellen bei, die nur gezinkt sind, würde ich sagen, Max, ne? Ja. Aber trotzdem, wir können ja vielleicht mal ein Bild einblenden. Ich habe ein Handy, ich habe vorhin extra noch ein paar Bilder gemacht. Vielleicht reicht das für dich, René. Es war schon viele Spachtelflecken hier drin. Ja. Also da hat Max schon ein paar Stunden dran verbracht. Wie viele Stunden sind ungefähr hier schon drin? Ich lüge. Wie lange waren wir bei Marius? Ja, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt geschaut, irgendwas zwischen 50 und 100. Boah, echt schon drin, oder? Da, also 50 sind weg schon. Ja, kommt hin, ne? Wenn man die kleinen Klinkereien so zuzählt. Ja, also ich hätte schon, ne? 40 bis 60, würde sagen, sind, wenn du die Abende rechnest. Und das waren ja auch immer so 2 Stunden Abende, 3 Stunden Abende. Ne? Und dann halt jeden Tag, ne? Ja. Also jeder, der schon mal selber versucht hat, was zu lackieren oder lackiert hat, wie willst du das machen mit dem Käfig? Gibt es da schon einen Plan für? Ja, den habe ich mir so leicht schon aufgestellt. Da haben wir erstmal vorhin beraten. Soll ja Ton weiß werden. Ja, genau. Wir werden jetzt, denke ich mal, also so ist eigentlich der Plan, dass wir jetzt erstmal die Außenzelle, also die Außenkarosse fertig machen. Auch praktisch in dem Dickschichtfüller. Dann werden wir den Innenraum leicht zukleben, dass wir halt diesen ganzen Nebel nicht haben und werden dann den Käfig lackieren. Also den Käfig einmal grundieren mit so einem nassen Nassfüller. Den werden wir dann noch einmal überköpfen und werden den Käfig dann halt anschließend lackieren. Den dann zukleben danach und dann werden wir uns weiter dran begeben, den Innenraum fertig zu machen. Den Innenraum, den Füller schleifen, weil sonst müsste man zweimal schleifen. Wenn jetzt noch Nebel, dann zieht das irgendwo runter. Das heißt, eigentlich müsste wirklich einer nach dem Lackieren jedes Rohr einpacken. Das werde ich machen. Ja, das macht der Marius. Marius sagt, irgendwie so Alufolie. Ja, ich habe mir schon so, ja genau, Alufolie, Kleber, Papier. Weil man muss es wirklich schon auch dicht rumkleben, dass man in die kleinsten Stellen halt reinkommt. Ja. Ne? Das ist schon ein bisschen auf. Aber das ist auch was, was man stundenmäßig unterschätzt. Ich habe mir ja jetzt allein schon angepettet, den Käfig. Und ja, da habe ich ja schon 3 Stunden gesessen, oder? Ja. Also jedes Rohr, dann fühlst du es noch irgendwo eine Macke oder ein Schweißpickel vom Schweißen halt. Da geht schon echt schnell viel Zeit rein. Also im Grunde geht ja in die Karre bei jedem, was du machst, viel Zeit rein. Aber ich habe es auch unterschätzt, muss ich ganz ehrlich so sagen. Es gibt halt Lackieren und Überduschen. Gerne, ja, ich will dahinter halt in so einer weißen Badewanne sitzen und will sagen, boah, ist echt geil geworden. Ich wollte es eigentlich nur noch einmal in diesem Leben machen. Ja, jetzt muss ich mit Max halt einen Kompromiss finden zwischen was kann ich ihm zumuten und was will ich haben. Ja, wir machen das schon. Wir kriegen das schon hin. Max, eine Frage noch, wie dick ist so ein Dickschichtfüller? Ah, ich sag mal so grob, so 30 Mü. Ah, okay, jetzt geht ja noch. Also sind jetzt 2 satte Gänge drauf, dass wir wirklich halt, weil hier überall gespachtelt war. Wir hatten zuerst überlegt, ob wir es halt in so einer dünnen Grundierung machen, aber die Gefahr ist dann halt, dass sich überall diese kleinen Spachtelumrandungen, wie man es jetzt so hier sieht, diese kleinen Spachtelumrandungen, sich dann nachher halt in der Grundierung markieren, dass sich das abzeichnet. Und dafür ist halt der Dickschichtfüller halt besser. Da hat man halt ein bisschen mehr Plus, Fleisch, dass man. Weiß ich halt immer, wo man das so ein bisschen, du musst auch reinkommen, René, so ein bisschen krass sieht, so auch so Bereiche, wo man nie im Leben denken würde, dass das halt richtig gespachtelt werden muss. Selbst hier waren schon überall Bäuchchen. Also klar, das ist eh klar, das hatten wir ja schon beim KTL gesehen, aber selbst sowas hier. Also es ist verhältnismäßig für einen Golf 2, der wirklich von Baujahr, was ist da, 90 88, oder was? Oder 80, ja. Ist verhältnismäßig wenig Spachtel auf dem Auto. Ne? Klar, hier vorne, weil er hier die Scheibenwischer halt zugemacht hat, das kann man halt nicht ohne Spachtel machen, das funktioniert halt nicht. Ne? Motorraum? Genau. Muss noch abgedichtet werden? Genau, da kommt ja der Mike von Terosohn, der uns den nochmal schön abdichten wird. Da muss man auf jeden Fall noch einmal überall. Genau, wobei ich jetzt eigentlich, wenn das so weiß ist, ich finde eigentlich diese Schweißnähte ganz geil. Mhm. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich nicht nur die Verbindung verbinde. Mit dem Verbinder die, dann? Mit dem Verbinder, einem doppelten Verbinder. Zwischen den Nähten. Also das muss ich mit Mike dann nochmal klären, weil ich würde jetzt hier für kein Geld der Welt so eine breite Dichtnaht drauf kotzen irgendwie, weißt du? Also das müssen wir mal irgendwie gucken. Aber es ist natürlich, ist noch ein bisschen was. Der Mike ist auf jeden Fall heiß. Der hat ja auch schon genug Motivation bewiesen, aber schlussendlich muss man sich hinterher auch noch alles schleifen und so, wie Max sagt. Ne? Ja. Extra weißen Füller genommen, ne? Aber mit der Basislack besser deckt. Damit das Schwarz kraftvoller genau, dann damit, ja, genau, damit das Schwarz besser deckt. Das Gelb richtig genau. Damit wir noch einen Liter Farbe mehr bestellen müssen.
Ja, wir haben auch vorher gewogen. Ich bin mir echt mal gespannt, wenn ich das Ding hier vor der Messe rausrolle. Ab wo ist Messeabbruch, dass keine Messe stattfindet? Ja, was haben wir denn abgelackt? 30? Nee, 30. 32. Ne? Doch, ja, ich meine 32 Kilo. Ja, mit, aber da war ja schon Hohlraumkonservierung und so. Ja, das war ja, ja, klar. Ne? Aber, das kann man so nicht sagen. Also wenn ich 40 hier rausrolle, kannst du mal halten. Dann können wir an der Wand hängen. Nein, mal gucken. Ziehen wir unsere Decke. Wir haben ja so ein bisschen auf dem Schirm, was wir so an Spachtel darauf geschmiert haben. Das war jetzt ja noch nicht irgendwie ein Kilo. Nein, das ist noch nicht mal eine Dose drauf. Ne? Also das ist minimal. Hast du vor, an der Kiste irgendwas auch so selber zu lackieren? Was ja immer so irgendwie so ein Schritt ist. Boah, weiß ich nicht. Unterboden, Marius, da sieht's ja keiner. Unterboden könnten wir es mal machen, ja. Aber eigentlich müsste das Kästmann spritzen. Da kann er auch. Hab ich hat doch, immer boah, so eine große Fresse hab doch, und. Habe ich doch, ich habe da schon den Buscode für mich. Ja, hätte er mal vier Läufer wegpoliert. Nee, entlack grundiert, neu lackiert. Ja, mal gucken. Tatsächlich könnte man das eigentlich mal angehen. Ja, gucken wir mal. Kommt auch darauf an, was an Zeit überbleibt. Wenn ich sehe, wie er macht das halt jeden Tag. Er hat hier vorhin der Füller. Keine Ahnung, hätte ich mir die Ohren dran gebrochen. Und er geht halt kurz in die Kabine und haut das halt einmal über. Ne? Ja, ich finde halt bei, also es ist schade, dass man diesen eigentlichen Lackiervorgang so schlecht filmen kann, weil einfach die ganze Kabine voll mit Nebel und so weiter ist. Obwohl es ging halt, eigentlich. Wobei das bei ihm heute krass war, ja. Ja, die saugt gut ab. Also. In welche Richtung man so geht und reinbläst, weil man muss ja schon irgendwie so ein bisschen einen Plan immer haben, wie, wo, was zum Schluss habe ich mit dem Rundstrahl gemacht, dass ich die Seite treffe. So, mit der 180 Grad. Ja, genau. So, okay, bevor das hier heute wieder so ein 90-Minuten-Ding wird, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin, ne? Können wir ja mal anfangen zu arbeiten. Ne? Genau, wir haben ja das kaputte Seitenteil noch. Ist ja schon dunkel draußen, waren ja erst ein paar Stunden heute schon. Kann man jetzt mal lustig. Aber machst du mit sowas von der Innenseite auch noch Spachtel? Das muss noch, nee, das muss noch. Echt? Ah, ich glaube, das wird ja, das ja, ja. Das kratzt man noch einmal ja, zu. Ja. Ich habe es ja von innen verschliffen und verzinnt. Von innen war nicht so viel. Von hier dachte ich, ist der Kotflügel drüber. Jetzt ist für die Messe aber kein Kotflügel drüber. Würde ich schon noch einmal ein bisschen zukratzen. Also hier wird selbst für die Messe noch der Kotflügel von innen gespachtelt. Ja. Habe ich eigentlich mit der Rasenmäherwerkstatt, habe ich das richtig erzählt? Ja, das war ja doch mal so, ne? Ja, ursprünglich war es früher, wo wir damals, mein Opa hat das angefangen, war es Landmaschinenrasen und Maschinen, so, machen wir heute immer noch, aber Großteil ist hauptsächlich okay, nicht, der PKW-Unfallinstandsetzung. Fast schon. Das ist passend. Aber das hier nicht auch noch ein bisschen? Nein. Weil das ist ja so ein Schachgedicht. Genau, ja, dann das wird so, dass er das überlegt. Ja. Wobei ich nass und nass witzig finde, du sagst immer nass und nass, aber eben hast du gesagt, es wird nochmal geköpft. Also ist ja, doch nicht man, so richtig nass und ja, nass. Also ich als Laie hätte gedacht, man haut es direkt dann. Auf der KTL-Beschichtung heutzutage kann man halt mit dem Füller ohne zu schleifen nass und nass drauf lackieren. Also das heißt, der Füller wird aufgetragen, aber es geht wirklich nur bei einer Original-KTL-Beschichtung. Gerade Neuteile, Motorhaube, Kotflügel, die brauchst du halt nicht mehr schleifen. Machst du praktisch diese Grundierung, diesen nass und nass Füller heißt es heutzutage. Den trägst du auf, lässt das Teil, keine Ahnung, 10, 15 Minuten ablüften und kannst gleich hinterher mit Farbe arbeiten, ohne dass du das Teil halt schleifen musst. Ne? Das heißt, man geht aber davon aus, dass dieses Teil perfekt vorbereitet. Genau, das Teil muss so perfekt sein. Also es muss wirklich, da darf nichts dran sein. Weder eine Kratzer noch irgendwie ein kleiner Einschuss oder sonst irgendwas. Wie häufig ist das so der Fall? Bei uns, bei den Teilen, die wir momentan bekommen, zu 80%, dass es halt nicht funktioniert. Ne? Dass halt jedes Teil nochmal überarbeitet werden muss. Korsierteile sind halt immer sperrig. Und ja, ist sperrig. Genau. Das ist Spedition und so, die schmeißen das im Auto hin und her. Ja. Das ist halt so, wenn die Teile morgens auspackst, dann... Wir mussten ja auch alles antreppen, ne? Also alles, ist was so, wir mussten alles anschleifen, klar, ne? Weil man kann jetzt halt hier nass das Auto zu lackieren, wäre halt nicht möglich, um, klar, wegen Beulen schon alleine, ne? Und wegen halt teilweise kleine Einschlusslöchern, die wir haben, noch eventuell von irgendwelchen Unterrostungen damals, geht es halt nicht. Ja. Ne, also wir müssen schon richtigen Füller auftragen. Waren diese kleinen Löchlein hier? Ja, nach dem Entrosten schon? Nee. Also nach dem ersten Entlacken? Nee, ich bin der Meinung, das ist leider wirklich entstanden, weil das Auto in der Werkstatt, also in der Garage, durch Luftfeuchtigkeit schon so stark gerostet hat. Speziell die beiden Seitenteile. Ich habe das dann extra mit dem Exzenter noch einmal vor. Und dafür würde es halt nicht reichen, ne, weil diese Grundierung ist halt wirklich sehr dünn. Den verdienst du halt mit 30% Verdünner, dass du halt wirklich eine glatte Oberfläche hinbekommst. Ohne Struktur. Ja, so, da kann man jetzt leider nicht eingefangen bekommen, aber das sieht so ein bisschen aus wie so Gewitter. Jetzt haben wir nur die beiden Seitenteile. Genau. Das wird leider wirklich, das sind Rostmaserungen, die im Blech Auto war ja dann am Ende doch ein halbes Jahr entlackt oder so, ne? Mit Luftfeuchtigkeit und ich habe das mit Öl eingerieben, aber so richtig hat das auch nicht. Wenn das feucht ist da, dann, naja. Ja. Da sitzt der ÜBT dann noch hier. Ja, der war schön weggespachtelt. Der war Kind. Der Herzfahrer. Ja. Normalerweise würde man von innen draufhauen, von außen ein bisschen gegenhalten will. Könnte man jetzt sicherlich auch. Ist ein bisschen doof, ist doppeltes Blech und so weiter. Aber ich finde das halt ganz cool, was Robert hier so jeden Tag zaubert. Und deswegen dachte ich, kann man das eigentlich nicht mal zeigen.
Wobei doppeltes Blech? Ja, an der Stelle ist vielleicht gerade nicht ein Stück höher, ist dann irgendwie doppelt, wenn du drüben guckst. Ja, ne, wo hier, wo du auf die Schweißbrunnen sitzt. Und ich dachte, Flex Carbon-Seitenteil. Ja. 2 Wochen schaffen wir. Ja. Konto sagt nein. Und Archer wird auch nein sagen. Archer wird auch nein sagen. Okay. Vielleicht baue ich es ja doch irgendwann mal auf Fahrkennzeichen zurück, deswegen. Mit Käfig. Ja. Wobei das vielleicht damit, weiß ich nicht. Ja, wobei den raustrennen, da bist du auch ein paar Stunden beschäftigt. Ja, aber vielleicht trägt keiner einen. Ne? Ist auch egal jetzt. Ja, doch. Eigentlich weiße Zellen wird schon einigen eingefallen. Aber definitiv. Nee, ich hab weil man darf immer nicht vergessen, Nordschleife darf man übrigens nur fahren mit straßenzugelassenen Autos bei den Touristenfahrten. Das sieht immer so krass nach Rennstrecke aus, aber da darfst du ja nur mit zugelassenen Autos fahren, wo ein Kennzeichen dran ist, selbst rote Nummer nicht. Ne? Das heißt, alles, was theoretisch dort fährt, muss auch eigentlich zugelassen sein. Und das wird ja nicht so sein, dass 9 von 10 Autos nichts eingetragen haben. So, also da gerade um die Nordschleife gibt es schon noch viele Möglichkeiten, solche Sachen eintragen zu lassen. Der normale TÜVer, der sowas noch nie gesehen hat, der sagt natürlich erstmal, nee. Wie genau gehen wir jetzt vor? Ja, jetzt würde ich sagen, holen wir erstmal Robert dazu. Kann ich wieder rausgehen eigentlich auch, ne? Oder soll ich hier noch bleiben? Du musst dann nur spachteln hinterher. Robert, ganz kurz. Einmal, wer du bist? Genau, also erstmal grüßt euch. Ja, ich bin Max, dein Bruder. Ich bin hier der Karosseriebauer. Sowas mache ich halt täglich. Ach, ihr seid Dellenster. Ja, ja. Du bist der Kleinste, ne? Der Mittlere. Genau, der Kleinste hat hier mit nichts zu tun. Nein, ich mache sowas halt täglich. Dellen ziehen, ne? Heulen drücken, Dellen ziehen. Ja, genau. Nee, das ist ja immer die Verwechslungsgefahr, ne? Beule, Delle, habt ihr ja vorhin schon gehabt. Nee, wie wir jetzt vorgehen, wie ihr schon gesagt habt, also man könnte natürlich theoretisch von innen jetzt drücken, es ist natürlich hier jetzt auch möglich sogar. Problem ist halt immer nur, du willst jetzt von innen, dann musst du außen gucken, alles was du von außen nicht siehst, ist halt echt schwer, vernünftig wieder rückzuverformen, ne? Gerade bei neuen Autos, jetzt ist natürlich Luxussituation, du hast hier keine Verkleidung, irgendwas drin. Aber machst du mal so eine Tür von außen, wenn du Kanten ziehen willst, da baust du auch nicht immer alles auseinander. Gerade diese neuen Türen, da ist hinter der Verkleidung kommt gleich das nächste Blech, kommst du gar nicht ran. Oder ja, deswegen kommt der haben wir halt so. Wenn es ein Japaner ist, dann kannst du die Tür gleich beerdigen. Ja, gut, das ist sowieso. Ist das so? Ist das schon ist das dünner oder? Das ist extrem. Ja. Ja, auch generell diese neuen Autos. Ich weiß nicht, hier sieht man jetzt gerade diese ganzen Kanten in den Türen. Ne? Das macht die Sache halt nur noch schwieriger, ne? Rundung mit Kante und sowas. Hier jetzt irgendwie eine Delle zu ziehen oder eine Beule, was hier verformt ist, ist halt unmöglich heutzutage, weil man muss dann halt schon viel. Wobei mein Vater ist ja auch Karosseriebauer, der hat immer gesagt, Hauptsache Kante steht, Rest macht der Lackierer. Rest macht der Lackierer. Ja. Nee, das ist auch das Wichtigste. Okay, aber das heißt, im Normalfall würdet ihr sowas immer erstmal beulen, bevor ihr das anfangt zu spachteln. Ja, auf jeden Fall. Um möglichst wenig Spachtel auch zu haben. Ja, ganz klar. Weil es bringt nichts, wenn wir da jetzt irgendwie einen Pfund Kit draufkloppen und nachher bröckelt das alles ab. Weil diese Beule, gerade die Kante muss ja auch nachher passen. Also du spachtelst mit Sicherheit nachher so viel Kit auf, ne, dass die Kante nachher steht. Dann hast du da erst einen Zentimeter halt drauf. Und klar, eine Karosse arbeitet auch in so einem Fall. Ne, gerade und dann ist irgendwann ein Reißtest. Und dann kannst du nur noch hier mit dem Schauerbeil gehen und es runterkratzen. Ne? Ja, die Videos kennen wir kennst du. Aber das ist normalerweise jetzt auch die Tätigkeit eines Lackierers oder ist das Karosseriebau? Nein, das ist komplett Karosserie. Das ist dann schon Karosserie, aber bietet ihr trotzdem mit an. Genau, also wir machen Karosserie, Lack, alles zusammen. Ne? Seitenteile neu, Unfallschäden, Reparatur. Also das ist eigentlich so unser tägliches Geschäft, was wir halt machen. So ein Auto zwar nicht, das ist jetzt ein Freundschaftsdienst hier bei Marius, ne? Aber sonst ist das eigentlich so unser tägliches Brot, ne? Was wir beide zumindest machen. Ne? Ja, erstmal muss ich das natürlich, weil es so eine Art Speisen ist natürlich. Ne? Ich habe ja verschiedene Werkzeuge hier. Ich weiß nicht, mit der Kamera kann man das ganz gut sehen. Diverse Teile zum Reindrücken, rausziehen, so kleine Hämmer hier, sowas. Ne? Ja, da kann man halt mit den verschiedensten Sachen arbeiten. Ne? Aber jetzt gerade, weil wir hier so diese Kanten haben, ich mache das jetzt erstmal blank. Wichtig ist natürlich erstmal, du musst beim Ausbeulen immer erstmal probieren, die Kanten zu ziehen, wie Mario das vorhin schon gesagt hat. Das wäre natürlich in dem Fall die ist hier genau auf der Ecke drin. Ne? Genau, dann habe ich hier diese Nägel hier, ne? Die kann ich dann genau vernünftig auf die Kante setzen. Sieht so aus.
Das ist für mich bis heute das geilste Gerät. Ne? Ich feiere wirklich. Ich gut, das mega. Ist schon ganz cool. Ne? Ja, wenn du schon vernünftig. Weil das Gute ist wirklich, du kannst vernünftig von außen arbeiten, ohne dass du irgendwie innen jetzt groß Verkleidung, du machst die KTL von innen, auch bei neuen Fahrzeugen, die KTL von innen. Also der Korrosionsschutz ist auch noch da. Ne? Also jetzt mal ganz kurz für die Zuschauer. Im Prinzip machen wir hier nur kurz einen Kurzschluss. Ne? Also es ist ja wie Widerstandspunktschweißen oder so eigentlich. Genau dasselbe, ne? Und das Ding schmeißt sich dann. Aber die kannst du dann nochmal wieder nehmen, die Haken. Genau, die kannst du immer wieder vernünftig hier abdrehen. Dann kannst du wieder eine Kiste packen, kannst du immer gut. Irgendwann musst du es immer anspitzen, ne? Weil irgendwann ist dann hier so ein Teil drauf. Ja. So. Dann haben wir hier diese Brücke. Es gibt immer so ein Motor, ne? Ja, witzig. Ja, es ist auch halt fast genau das gleiche Prinzip. Ne? Philipp überlegt schon, was Werkzeug auch brauchen. Und jetzt sieht man schon, ich weiß nicht, ob man auf der Kamera sieht, jetzt kommt das schon raus. Genau, ich wollte jetzt gerade einmal zeigen, dass man halt an manchen hier sieht, die noch gar keinen Kontakt haben. Ne? Genau. Da so. Sieht man halt wirklich, was jetzt noch tiefer ist als das andere. Ne? Weil hier ist er noch lose und in der Mitte, der hier ist schon ziemlich fest, weil er da am tiefsten war. Ne? Mhm. Ja, Punkt. Und die kann man wiederverwenden, immer wieder? Die kannst du immer wiederverwenden, genau. Die kannst du einfach so abdrehen. Also das hält wirklich, du kannst hier dran reißen und ziehen, das reißt nicht ab, ne? Aber einmal gedreht ist das sofort ab. Ja. Ne? Irgendwann musst du sie natürlich, habe ich eben schon gesagt, musst du sie mal anspitzen, weil dann irgendwann hier so ein Teil hier drauf ist oben, ne? Dann hast du irgendwann nicht mehr die gleiche Länge, ne? Ja, ja. Nee, weil man ja eigentlich schon davon ausgeht, dass sie alle gleich sein will, ne? Das ist das Problem, genau. Die müssen halt immer gleich sein. Wenn da jetzt mal ein kürzerer zwischen wäre und du ziehst hier hin, dann ziehst du halt eine Welle wieder rein. Ja, die gibt es halt auch in verschiedenen Längen. Da musst du schon ein bisschen gucken, dass immer wieder gleich reinwachsen. Also, du musst Azubi die immer alle gleichzeitig einmal auf Schlechter halten. Das ist so. Ja, genau. Ja, aber man sieht auf jeden Fall schon, wie die kommt, ne? Also. Da kommt er. Ja, so ist es halt die Frage, wie weit zieht man, ne? Das ist immer so die Sache. Jetzt hat man natürlich da, wo es zu tief ist, wirft sich dann auch irgendwo außen, wirft sich natürlich auch eine Beule, wo sich dieser Dellenrand abzeichnet. Da kannst du jetzt einfach dann mit dem Hammer, das musst du halt mit Gefühl machen, ne? Man fühlt das und dann musst du die Stelle halt reinarbeiten, ne? Da brauche ich sowas auch auf Arbeit? Nee, leider nicht. Aber ich werde es. Er wird es kaufen. Ich werde meinen Verbesserungsvorschlag schreiben. Meinem Chef den Videolink schicken hinterher auf jeden Fall. Genau. Ja, aber wenn du da jetzt so dran rumgewirkt hättest, ne? Früher hier mein. Alter, ja, ist so. Mit dem Dotzer ziehen und so. Da machst du mehr kaputt ist so. Mit als. Ist so. Deswegen hat man die Sachen auch früher immer, wirklich, also überwiegend immer ausgetauscht. Ne? Einfach. Wenn so ein Seitenteil wirklich hier mal drin war, jetzt halt die Möglichkeit dann reißt du da dran rum, aber wirklich, du hast hier ganz fein das Blech vernünftig rausarbeiten, also das ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Ne? Ja, vor allem auch wie sauber, ohne Dreck und ohne Wasser. Ist so. Stark. Cool. Genau, und jetzt kann man die einfach, wie vorhin gesagt, so wieder abdrehen. Genau, das ist hier noch ein bisschen drin, das können wir jetzt vorsichtig nippen. Da gibt es halt auch verschiedene Sachen. Ich benutze den ganz gerne. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Masse. Aber da ich natürlich jetzt hier so ein bisschen links habe, muss ich jetzt. Könntest du jetzt theoretisch auch so längs auch nochmal dran ziehen? In die Richtung? Ja, könnte ich machen, aber es ist. Also diese Sachen sind halt wirklich eher für die Kanten gedacht. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt hier was aufschweiße und ich ziehe den raus. Da ist die Gefahr, dass ich zu weit rausziehe und dann wirklich wie so einen Steg einfach nach außen habe. Ne? Deswegen mache ich das vorsichtig, einfach so von außen nach innen arbeite ich das dann raus, ne? Weil es wirklich nur noch weich jetzt. Ne? Hier ist noch so ein bisschen drin. Aber wir können die Masse auch selber ranhalten, oder? Oder ist sie dir im Weg, meinst du? Sonst macht du irgendwo noch. Ja, ich glaube, weil hier muss sowieso auch gespachtelt werden, werde ich hier noch mal kurz ein bisschen was blank schleifen. Ich vorhin gleich mit. Wobei, hier könnten wir noch zwei dran reingehen, ne? Ah, da kann man dann auch noch mal ein bisschen nachziehen. Was macht Max? Genau. Die gute KTL. Ich finde immer krass, wie stabil die doch ist. Ja, man muss sagen, die KTL ist hart, das Zeug. Brett hart. Ja, das finde ich immer krass.
immer krass, wenn du an einer Stelle ziehst, wieder 3 bis 5 Zentimeter weiter drüben. Ja, trotzdem, genau, das ist nämlich das, ne? Und jetzt stell dir vor, ich hätte hier wirklich so, wie Philipp gerade gesagt hat, hier so diese Nägel aufgesetzt, damit der Bruch gezogen, dann wäre das ganze Ding noch mit rausgekommen, ne? Der Robert ist eh. Und jetzt, wenn man schon fühlt, also ich weiß nicht, ich könnte ja mal rüberfühlen, bisschen vorsichtig hier ist, aber die Delle ist schon so gut wie weg. Ne? Ja, muss Max sagen, er muss ja. 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 Nee, Max muss sehen, das immer schon. So, Essen hat geschmeckt. Ja. Weiter lecker. Geht's. Ja. Das Baguette hier auf dem Dorf ist gut. Ja, genau. Top ist das. Nein. Ja. Jetzt würden wir erstmal weitermachen hier mit so einem Hobel. Nochmal ganz kurz, man sieht hier so ein paar Pickel, die rausgucken. Würde man jetzt einmal mit diesem Hobel glatt machen. Stellen die natürlich zu hoch sind, das ist wie beim Verzinnen. Ich glaube, du hast auch mit dem Hobel, ne? Ja. Ja. Ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der mit dem Hobel wirklich Schweißpunkte wegschleift. Oder ja, es ist ja mehr so wirklich dieses, was oben drauf sitzt, ne? Was sich hier so bildet, was sich dann mit abdreht und. Das ist dann halt so wirklich. Das Coole an dem Hobel ist halt, ne? Dass man extrem gerade schleift und richtig. Dementsprechend wirklich sieht, wo es halt aussieht. Wollte ich gerade sagen, jetzt sieht man hier so diese Randzonen von der Delle, ne? Und man sieht hier, dass noch ein bisschen zu tief ist, ne? Hier passt es schon ungefähr. Jetzt würde man hier noch mal ein bisschen nachziehen. Ich hatte mal einen Lehrmeister, der hat mir in der Pause in die Riefen, die ich mit dem Hobel gemacht habe, Sonnenblumenkerne gelegt. Hatten wir gestern erst das Thema. Das Thema hatten wir gestern. Der hat Sonnenblumenkerne in der Pause reingelegt, das Schwein. Und hat gesagt, hier, mach's ein bisschen feucht, dann wächst nächstes Jahr eine Sonnenblume raus. Ja, weil der, das war so ein Riefenfetischist. Wenn du einmal den Hobel verkantet hast, hast du eine schöne Furche reingezogen und dann, das fand er gut. Weil hier sieht man, dass es wirklich noch ein bisschen weiter drin ist, ne? Kann man dann vorsichtig noch mal ein bisschen. Hammerarbeit. Ja, es ist wirklich. Aber es gibt auch nach, man sieht, ich ziehe, aber es geht auch wieder zurück, ne? Ja. Halt minimal. Und du kannst halt wirklich jetzt richtig fein arbeiten. Ne? Ich kann jetzt wirklich die ganz leichten Unebenheiten hiermit auch, dann kann ich die zur Not auch noch verstellen, kann die ein bisschen enger machen, dass das alles, dass ich nicht so großflächig ziehe, ne? Was du vorhin auch gesagt hast. Mhm. Dass ich nicht gleich 3 Zentimeter vielleicht, sondern nur einen oder so. Ne? Und wenn man dann nochmal mit dem Hobel nachgeht, ist es wahrscheinlich schon so, dass sie jetzt hier überall die Abdrücke hat. Aber noch einen drin, ne? Aber das ja, war auch ein bisschen. Ja, hier ist noch ein bisschen. Denke auch. Das heißt, normalerweise macht ihr echt alle Beulen so. Ja, also 90%. Wobei eigentlich geht es ja wirklich recht flott. Ja, es geht schon mit ein bisschen Übung, wenn du es wirklich öfter machst. Weißt du auch, was du. Kannst wo du dich einmal umdrehen? Dann weißt du auch, was du wo ansetzen musst, ne? Wann du die benutzt, wann du den benutzt, wann du diese Zange benutzt hier. Ne? Also es ist halt verschieden. Es gibt 1000 Möglichkeiten, mit dem Ding zu arbeiten. Ne? Falls doch nochmal die Fliesen zu Hause geschnitten werden. Ja, müssen. Ich habe gerade. Ja, das sieht man immer in der Werbung, ja, bei Instagram und so. Laminaten mache ich damit immer. Ich glaube, wenn du einmal bei Google danach gesucht hast, dann kriegst du bei Instagram jeden Tag das Ding dazu. Aber der ist, also wenn man wirklich mal gar nicht, wenn zum Beispiel mal so eine Ecke richtig weg ist, ja, ist das schon ab und zu, ne? Also, ich benutze das auch nicht oft, aber. Tja, ich würde sagen, wir haben mal ein bisschen Karosserie behalten, wie er gezeigt. Ein bisschen ausbeulen. Ja, jetzt kann Max weitermachen. Kann Max wieder Vollgas geben? Vollgas. Ja. Kann man ein bisschen Farbe drauf, ne? Ja. Was lackierst du als erstes? Käfig. Mhm. Dann eben nächste Woche. Genau. Nächste Woche werden wir den Käfig fertig machen, denke ich mal. Dann werden wir erstmal, denke ich mal, den Unterboden im Motorraum, hat man gesagt, wollten wir machen. Mhm. Dann kleben wir den ab. Dann kleben wir den zu und dann lackieren wir den kompletten Innenraum. Und dann kleben wir das Auto halt von innen komplett zu und werden dann außen lackieren. Weil du sagtest, wenn du erst Innenraum lackierst, dann Käfig, dann läufst du den Innenraum kaputt. Ja, genau. Den Käfig lackst. Also wir werden auch dann erst, wenn wir den Käfig lackiert haben, den Füller innen schleifen. Mhm. Weil
wir touren da jetzt noch eh drin rum, es wird noch wieder dreckig und dann fangen wir wieder an zu schleifen, das wäre blödsinnig. Ja. Deswegen wären jetzt diese ein, zwei Löcher, die Marius hier noch immer markiert hat, noch... Ein, zwei! Ja, ja, ein paar gelbe Bänder mehr. Werden wir erst im Nachhinein schleifen, wenn wir halt den Käfig komplett weiß haben. Ne? Weil das ist einfacher, weil dann müssten wir den Käfig nur einmal zukleben und dann bleibt er zugeklebt und dann geht es halt besser. Ne? Sonst müsste er dreimal zukleben oder viermal zukleben und das will ich ihm nicht zumuten. Ja, ich würde sagen, trotzdem vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das, was ihr einmal zeigen konnte. Und kein Problem. Und dir noch viel Spaß beim Schleifen. Ja, den werde ich haben. So, wir drücken die Daumen, dass alles gut geht bis zur ersten Motorshow. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.